Zwei Welten treffen hier aufeinander, Orient und Okzident. Der spanische Edelmann Belmonte hofft, seine Braut Constanze, deren Zofe, und seinen Diener Pedrillo aus dem Serail, dem Harem des gefürchteten Bassa Selim, entführen zu können. Eine simple Türkenoper, also wie sie im josephinischen Wien des Jahres 1782 durchaus in Mode war. Ein harmloses Singspiel. Doch weit gefehlt. Die Entführung aus dem Serail ist vielmehr ein unter die Haut gehendes Stück Aufklärung. Die erste große musikdramatische Tat eines jungen Mannes, der sich damit aus der engen Klammer seines Vaters Leopold Mozart befreit und der Stellung bezieht zu den politisch-moralischen Tendenzen jener Zeit zur Aufklärung. Mozart wird hier zum Schöpfer eines neuen Weltbildes in der Oper. Denn seine Musik dringt durch die Fassade eines oberflächlichen Liebeskonfliktes hindurch und gewährt uns einen wahrhaftigen Einblick ins komplizierte Seelenleben der Figuren. Ach, ich liebte, war so glücklich, singt Constanze als Rückerinnerung ihrer Zeit mit Belmonte in Spanien. Die Liebe zu ihm ist das Zentrum, von dem sie weder lassen kann noch will. Und während wir als Zuschauer schon wissen, dass Rettung naht, schickt Mozart die junge Frau auf einen Terrorpfad der Liebe, verdichtet sich all ihre Zerrissenheit, alle Seelenqual in der berühmten Martern-Arie zu einem hochemotionalen Thriller. Es gibt keine Arie Mozarts, in der so ausdrucksstarke Elemente absoluter Musik mit einbezogen werden, um diesen bestürzenden Seelenkonflikt zu schildern. Die Entführung indes scheitert, trotz aller minutiösen und ausgeklügelten Vorbereitungen. Schon sehen sich Belmonte und Constanze sowie Pedrillo und sein Blondchen am Ende, zieht sich der Strick um ihren Hals immer enger zu. Auch Bassa Selim könnte triumphieren. Schließlich hat er mit Belmonte den Sohn seines ärgsten Feindes in seiner Gewalt, der ihm einst seine ganze Existenz zerstört hat. Doch der Bassa zeigt sich edelmütig und schenkt beiden Paaren die Freiheit. Mit dem ebenso aggressiven wie melancholischen Satz, wen man durch Wohltun nicht für sich gewinnen kann, den muss man sich vom Halse schaffen. A clash of two worlds, Orient and Occident. Belmonte, the Spanish nobleman, hopes to abduct his bride Constanze, her English maid, and his servant Pedrillo from the Seraglio, the harem of the feared Pasha Selim. A simple opera with Turkish motifs, an innocent Singspiel as performed throughout Josephinian Vienna in the 1780s. But far from it.
The abduction from the Seraglio is anything but fashionable and superficial. Indeed, it's the first great musical drama by a young man freeing himself from the constraints of his father, a work in which Mozart aligns himself with the political tendencies of his time, the Enlightenment. Mozart becomes the creator of a new worldview in this opera, for his music moves beneath the surface of a simple love story to reveal insights into the figure's complex inner workings. Oh, how I loved and once was happy, Constanza sings, dreaming back to her time with Belmonte in Spain. Her love for him is something she neither wishes to nor can ever abandon. While we as spectators know that rescue is imminent, Mozart sends the young woman through a terrible ordeal, her trials and tribulations culminating in the famous aria, "Tortures of every kind may await me, but nothing can shake me." There is no Mozart aria in which such powerful elements of absolute music are called upon to express such deep inner dismay. But the abduction fails, despite all carefully laid plans. Belmonte and Constanze, Pedrillo and Blonde see themselves doomed, the noose already tightened around their necks. Pasha Selim could triumph easily. After all, as he realizes, he holds captive the son of an arch-enemy, once responsible for his own exile and ruin. But the Pasha shows himself magnanimous and releases both couples, though he does so with a no less melancholy than aggressive pronouncement, "Whoever is not won by benevolence simply has to be done away with."